Ja, wir räumen jetzt Platten aus. Ja. Und dann räumen wir Stuff wieder Equipment ein. Genau. Ja, Mann. Das ist übrigens die Platte für die Tür. Genau, er baut sich noch so ein Homestudio-Gedöns. Yep. Die iHardcore-Tour hat heute begonnen und wir spielen im Konrad an der Konzi und das wird interessant, weil da gibt es keine Parkplätze. Und das Einladen wird der Horror. Schauen wir mal. Boah, ey, ich hatte echt eine harte Nacht. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Der Mascara ist sogar Mike, Alter, vor allem Mike mit seinem Härchen. Om. Ja, er hat sich gerade direkt vor der Konsti mehr oder weniger also vor diese B-Ebene umgezogen. Ja, richtig unauffällig. Also es hat bestimmt niemand mitbekommen. Und wie ist es wieder, eine Hose zu tragen? Naja, was soll ich sagen? Davor war es frischer. Joa, wie war der Gig? Fantastisch. Super. Hat uns gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Auch die hinter uns. Vor allem die hinter uns. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir sind bei der Zeil aufgetreten in einem Elektronikfachgeschäft und dahinter war ein Glasfenster, wo Leute auf dem Weg zur U-Bahn an uns vorbeigelaufen sind und die haben uns dann halt schön betrachtet. Entsprechend war die Rückmeldung, die Leute sind stehen geblieben und haben uns zugeschaut. Ja, und haben ihre Züge verpasst. Ich hoffe doch. Ja, normal. Schade. Ja, ich habe gehört, da gab es eine Wall of Death in der S2. Ich weiß auch nicht, wer das angezettelt hat. Ja. Und was hattest du jetzt heute bei Megas? Ich hatte nur einen Kaffee. Man soll ja nicht zu viel. Und Mike, was hattest du? Ja, wo soll ich anfangen? Ich hatte gehabt 2 McWrap, ein paar Cheeseburger, ein paar Chickenburger, mehrere Apfeltaschen, ein paar Chicken Nuggets. Massig halt, massig. Ja. Ja, und wie sieht es jetzt aus mit dem Rest des Jahres? Scheiße. Ja. Nein, Was ist geplant? Haben wir überhaupt noch Auftritte? Nee, dieses Jahr nicht. Was im Januar? Was machen wir im Dezember? Bis Ende des Jahres haben wir keine Auftritte mehr. Was jetzt für uns noch ansteht, ist der Release unserer Single Zombieland zusammen mit dem zweiten Track, auf den du sehr gespannt sein darfst. Und unsere Abteilungsweihnachtsfeier. Genau, und nicht zu vergessen, wir haben jetzt auch ein paar neue Songs geschrieben. Da tun wir jetzt die ganzen Demos aufnehmen. Ein Teil ist schon eingespielt, ein anderer Teil muss noch eingespielt werden, beziehungsweise die ganzen Bassparts, die ich geschrieben habe natürlich. Ne? Ja, und dann müssen die alle ersetzt werden. Ja, genau, weil ich bin eigentlich quasi, das war jetzt mein Abschlusskonzert. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Ich gründe dann ein Solo-Projekt, das nenne ich dann Lucy Without Talent. Das ist quasi eine Lucy Without Diamonds Coverband. Die macht's halt besser. Finde ich super. Ja. Bis dahin. Ich dachte eigentlich selber, als ich diesen Vlog geschnitten habe, dass der schon vorbei ist, aber
Anscheinend nicht. Ich meine, am selben Abend nach dem Konzert im Konrad wurden wir angefragt direkt, dass wir doch bitte jemandem aushelfen sollen und den Mittwoch drauf, also 4 Tage danach, im Elfer spielen können. Mit ein bisschen hier und da gucken und Kompromisse schließen haben wir dann auch zusagen können und spielen jetzt mit Noise Trail Immersion im Elfer. Müssen um 16 Uhr da sein. Und ja, somit geht der Vlog weiter und es wird ein doppelt Konzert-Vlog. Tatsächlich. Genau. Viel Spaß im Elfer. Die alte Leier mit dem Einladen. Wir haben eine so große Kofferraumöffnung und wir haben so große Racks. Und die passen ja nicht rein. Deswegen müssen wir an die Seite. Und da ist Alex. Hallo. So. Hi. Was machst du? Zeug einkaufen. Wir waren eine halbe Stunde zu früh und dann wurde uns gesagt, ja, wir sollen in einer halben Stunde nochmal kommen. Da konnten wir nicht ausladen. Da will man einmal zu früh kommen und nicht pünktlich. Mhm. Und da dachten wir uns natürlich, das Beste, was wir uns jetzt holen können, ist Zucker. Ist Zucker, genau. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal in denselben Lidl, weil ich kein Kleingeld dabei hatte. Und er will unbedingt einen Kaffee haben. Natürlich, man muss seine Süchte befriedigen. Nee. Okay. Okay. Das erklärt die Kratzer. Wenn das auf grün springt. Wow. Perfekt. Nein. Oh, das wird sowas von schief gehen. Die Leute sollen doch nicht wissen, dass ich keine Deckel draufpacken kann. Also. Ein Lidl-Kaffee. Yay. Ich bin glücklich. Ja. Man achte auf den Ton. Der eine Piepton ist für vorne viel zu nah dran und der andere für hinten viel zu nah dran. Also wir parken gerade ein. Oh Mann. Steht, ne? Dann kotze ich. Alex, hast du Angst? Der böse Mann kommt gleich wieder! Yes. Eigentlich wollten wir heute bestellen, aber die haben schon zu. Also, wir sind aber zu Maggis gegangen. Maggis hat schon zu. Also bis zum nächsten Mal und ciao.